Du bist Bauherr, der interessierst dich fürs gesunde und urenkeltaugliche Bauen und fragst dich, wie wohl andere Bauherren so ein Projekt angehen. Dann bist du bei diesem Video genau richtig. Du siehst, ich bin hier heute auf einer Fachwerkbaustelle. Ich habe Anna und Paul besucht und sie zeigen mir mal so ein bisschen, mit welchen Materialien sie arbeiten. Sie haben sich auch einen Gast heute eingeladen, der ihnen zeigt, wie man mit Hanfziegeln arbeitet. Und ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Was du vorab wissen solltest, wir befinden uns hier auf einem alten Dreiseithof, wo hier eine kleine Lücke ist und der Bauer hat sich entschieden, da ein neues Haus reinzusetzen. Das heißt, er schließt einmal an einen Altbau an auf der einen Seite und eine Scheune auf der anderen Seite. Ja, hi Paul. Hallo Christina. Schön, dass du mich heute eingeladen hast. Herzlich willkommen auf meiner Baustelle. Wir wollen uns zusammen dein Fachwerk anschauen, was du gerne mit Hanfziegeln füllen wirst. Ich bin ganz neugierig und freue mich auf den Rundgang. Alles klar. Ja, bevor wir uns dein Fachwerk anschauen, stehen wir jetzt hier in der alten Scheune. Du wolltest mir mal zeigen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, ein Fachwerkhaus zu bauen. Was sehen wir hier? Ja, also Fachwerk hat mich ja schon immer beeindruckt. Und ja, am Beispiel von unserer Scheune sieht man, dass einfach nochmal die schöne Verbindung von Holz und dem Lehm, den es hier aus dem Boden gibt und das Stroh. Und ja, es hält schon viele, viele Jahre. Also der Hof, der ist schätzungsweise über 300 Jahre alt. Und so lange steht die Scheune auch schon. Und ja, ich dachte mir halt, es wäre schön, sich selber ein Fachwerkhaus zu bauen und vielleicht diese paar kritischen Punkte, die es beim Fachwerkhaus gibt, noch irgendwie anders zu lösen. Und so hatte ich die Idee, mir selbst ein Fachwerkhaus zu bauen. Mhm. Schön. Hier sieht man ja auch schön, ne? 300 Jahre hast du, glaube ich, im Vorfeld mal gesagt, steht das ungefähr, sieht man, wie langlebig sowas ist. Und wenn man jetzt sowas heute wieder einsetzt, dann kann das echt noch überdauern bis zu unseren Urenkeln. Schön. Gehen wir mal an die neue Baustelle. Alles klar. Ja, hallo Anna. Ja, bist du auch noch dazu gekommen? Genau. Schön, als Baufrau, als Bauherrin. Jetzt habe ich euch beide zusammen. Verratet uns doch mal, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, jetzt wirklich auch ein Fachwerk umzusetzen. Paul meinte ja gerade schon, ja, der alte Hof, der schon Fachwerk ist. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man auch selber ein Fachwerk bauen will. Erzählt doch mal. Ja, ich denke einerseits so, deine Idee oder dein Wunsch war es ja schon, auch bevor wir uns kannten, überhaupt hier auf den Hof zu ziehen, dass man hier überhaupt diesen Platz, den man hat, nutzt. Natürlich war erst die Überlegung, ob man doch in die Scheune zieht, aber das war uns das Projekt im Endeffekt zu groß. Also das wäre vielleicht eine Bauzeit von 10 Jahren. Und deswegen denke ich, trifft jetzt, warum wir uns fürs Fachwerk entschieden haben, so ein bisschen dein ja handwerklicher Anspruch oder deine handwerkliche Selbstverwirklichung, die du, ne, durch Tippelei viel gesehen, viel gelernt, viel erlebt, was du jetzt hier dich verwirklichst und dein Hobby auslebst. Und ich denke, das trifft zusammen mit unserem Schönheitsideal, was das Bauliche angeht. Also ich stehe übelst auf alte Gebäude, auch auf alte Fachwerkhäuser natürlich, aber wir bauen jetzt eben neu und deswegen haben wir gesagt, machen wir es doch so, bauen wir ein neues Fachwerkhaus. Und ja, da kannst du vielleicht nochmal dazu sagen, die Dinge, die wir dann doch anders machen, die Schwierigkeiten, die es beim Fachwerk eben gäbe, wenn man es jetzt außen sichtbar hat, haben wir jetzt uns eben entschieden, dass es innen sichtbar ist, ja, das Fachwerk. Genau. Ja, bin ich auch ganz gespannt. Da hat Paul ja schon einige Sachen im Vorfeld gesagt, genau. Das wird er uns gleich zeigen. Was ich auch so spannend finde bei euch oder gerade bei dir, Paul, du bist Zimmermann, also Handwerker, du bist Statiker, also Planer und kennst du die Theorie und die rechtliche Seite. Und jetzt bist du auch noch Bauherr. Du vereinst so drei Punkte miteinander. Wie ist das für dich so? Ist es gut, so von allen Bereichen so den Background zu haben? Ja, das schon auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil ich mir, ja, die gesamte Planung, da sagt man sich, okay, was alles der Architekt macht, das kriege ich alles selber hin. Und habe dann doch im ganzen Planungsprozess gemerkt, dass ja die Architekten doch auch teilweise notwendig sind. Und wenn man sich durch alles selber durchkämpft, Bauanträge und ja, und dann geht's los bei der ganzen Elektroplanung und TGA. Und ja, das ist schon sehr komplex und habe ich eigentlich die Planung, das war ein Jahr zuvor im Prinzip komplett, fast jeden Tag Planung.
dafür, bevor man hier, sage ich mal, die ersten Sachen ausgehoben hat mit dem Fundament begonnen hat. Das heißt, wenn jetzt Bauherren zuhören, die sagen, ja, cool, so ein ökologisches Bauprojekt mit so einer Turmmaterialien will ich auch umsetzen, du würdest ihnen schon empfehlen, zu einem Architekten zu gehen. Teils auch. Also ich sage mal so, man kann sich das alles bauen, wenn man das nötige Kleingeld hat, aber das kostet halt einfach. Bauen lassen meinst du? Genau, bauen lassen. Das ist halt der große Unterschied. Ja. Ein Freund von mir, der hat mal gesagt, es kommen alle zu ihm und haben gesagt, ah, wir haben gebaut, aber die haben nie gebaut, die haben bauen lassen. So, und das ist halt dieser große Unterschied, was steckt man selber rein? Und ich kenne mich auch, bei vielen Sachen kenne ich mich nie aus, Elektro oder so, keine Ahnung. So, man muss sich da irgendwie selber reinfuchsen. Und das ist halt dieser große Unterschied. Und das muss man halt als Bauherr auch selber wissen. Will man sich das antun? Will man das alles selber versuchen zu durchsteigen? Da spart man natürlich Kosten und ja, steckt einfach viel tiefer drin in dem Projekt, macht es halt zu seinem Projekt. Aber ich denke eben, dass du das alles dich selber reinfuchst oder eben guckst, wo kriegst du Hilfe her. Das ist der Weg, auf den wir uns das überhaupt leisten könnten, in dem Sinn zu bauen. Ja. Genau. Könnt ihr da vielleicht vorweg genau was zu den Zahlen sagen? Ich weiß, du hast im Vorfeld gesagt, wenn ihr alles machen lassen würdet, würdet ihr doppelt so teuer sein, wie wenn man... Mehr als doppelt. Ja. Und wie kommt der jetzt raus, wenn ihr viel selber macht, viel in Eigenleistung? Mal durch das ökologische Bauen wahrscheinlich schon so knapp 30% mehr als... wenn wir uns, sage ich mal, eine normale Ziegelbude hinstellen würden. Und da. Aber es ist ja nicht nur das hast du ja von uns gesagt, es geht nicht um die Materialien, es geht ja auch daran, dass du Freude daran hast, dass du gerne als Zimmermann dein eigenes Haus auch selber umsetzen wolltest. Genau. Wollen wir mal schauen, wie du das jetzt gemacht hast? Zeigst du uns mal so ein paar Details, wie die Fenster beispielsweise? Oder ich weiß, hier oben habt ihr euch auch was Besonderes ausgedacht. So, da mal sehen, wie das Ganze umgesetzt wird? Alles klar, gerne mal hoch. So, hier kommen wir jetzt in die Wohnküche rein. Schöner großer Raum dafür, dass man im Fachwerk eigentlich gar nicht so große Spannweiten ausbilden kann. Genau. Und vor allen Dingen gibt es auch selten, sage ich mal, Fachwerke im privaten Bereich, die doch so hohe Deckenräume haben. Wenn man das im Gegensatz dazu den Bestand sieht, der hier angrenzt, das sind deutlich tiefere Decken. Und ja, und hier sieht man das, also dieser Wohnraum, wo später mal der Essbereich sein soll. Und hier geht es dann in die Küche über. Und das fand ich ganz nett, dass man sich dann vielleicht später mal vorstellen kann, dass hier unten die Gefahren werden zugemacht und hier oben bleibt dann alles offen. Und hier hat man dann diese Arbeitsfläche. Und ja, so haben wir uns das vorgestellt, könnte das später mal vielleicht ganz nett aussehen. Ja. Wie habt ihr die Oberflächen behandelt von dem Fachwerk? Die haben wir eigentlich gar nicht behandelt, also bloß einmal gestrichen mit einer sehr ökologischen Farbe. Und ich kann vielleicht an der Stelle noch mal kurz was zu den Hölzern sagen. Da hatte ich etwas Glück mal. In der Zeit ist das nicht ganz selbstverständlich bei den Holzpreisen, dass ich da einen kleinen Säger gefunden hat, der mir Flößholz angeboten hat. Und Flößholz bedeutet, dass diese Stämme, die kommen aus dem Elbsandsteingebirge, wurden da 2019 geschlagen, lagen dann im Wald, wurden dann zur Elbe transportiert und wurden dann von einem Flößerverein diese Stämme zu Flöten zusammengebunden und wurden dann im Prinzip vom Elbsandsteingebirge bis nach Nordsachsen an der Grenze zu Brandenburg, ist dieses kleine Sägewerk, wurden die transportiert. Dort hat er dann gesagt, okay, ich gebe sie dir, aber bloß, wenn du was Besonderes draus machst. Und habe ich versucht. Das ist schön, auch wenn man so eine alte Tradition wie das Flößen nochmal, ich weiß nicht, ob man jetzt aufleben sagen lassen kann, aber man das nochmal nutzt. Und ja, dass diese Energie fließt ja am Ende auch in das Bauprojekt mit rein, dass quasi das Holz ganz sensibel irgendwie hergefunden hat. Erzähl doch mal, was du am Ende damit vorhast, weil jetzt sieht man ja eigentlich nur das offene Fachwerk. Genau. Ihr habt ja was Besonderes vor. Also ich habe mir Gedanken gemacht, dass man das Fachwerk von innen sehen soll. Das heißt, ich stemme das auf der Außenseite und ich stelle es natürlich ökologisch mit einer Holzfaserdämmung. Um da Dämmstärke etwas einzusparen, kam ich durch David Feldbrücke auf die Idee, mit Hanfkalkstein die Fache auszumauern. Und da sind wir auch gerade dabei, unten im Erdgeschoss. Und
ja, wollen wir mal gucken, wie das so läuft. Wenn wir uns gleich noch anschauen. Ja, das ist schön, das ist besonders interessant. Bin ich gespannt, wie es dann fertig aussieht, werde ich auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal nach hinten schauen. Das fand ich so spannend. Du bist ja jetzt echter Zimmermann, haben wir gehört, hast du mir im Vorfeld ja erzählt. Und du hast mir hier dazu was berichtet. Kannst genau. du darauf mal eingehen? Was ist das ja. Besondere hier? Also normalerweise braucht man ja für die Querausschleifung diese Streben, also diagonale Bauteile. Und in den alten Fachwerkhäusern sieht man aber so spezielle Fachwerkfiguren. Und wir wollten das hier an dem Haus, haben wir uns dann gesagt, okay gut, wir müssen mindestens an einer Stelle, bringen wir auch so eine Fachwerkfigur. Und diese Fachwerkfigur hier heißt Wilder Mann. Fand ich ganz nett und ja, hat einfach Spaß gemacht. Ich habe das Fachwerk zusammen mit zwei Wandergesellen komplett selbst abgebunden und aufgerichtet und ja, es war einfach eine tolle Arbeit. Das war, also jetzt zum Wilden Mann haben wir die Küche auch so geplant, dass man den sehen wird. Das heißt, wir haben keine Hängeschränke und auch nur einen mit Herd, einen Hochschrank oder eine Sache eben, die hoch steht. Und sonst wird das frei sein, dass man auch wirklich da den Blickfang hat. Genau, und jetzt noch zu deiner Zeit, dass du sagst, du hast das mit zwei Wandergesellen auch zusammen aufgebaut. Die waren letztes Jahr im Sommer komplett da. Und es war schon, klar, eine anstrengende Zeit, aber auch eine richtig schöne Zeit. Also nicht, es war ein Bauerlebnis für auch die beiden, die auf Wanderschaft sind. Ich denke, die, oder wir hoffen, dass die da genauso ja, viel mitnehmen. Beziehungsweise hast du sowas auch erlebt auf deiner Zibbeleizeit und deswegen die Idee gehabt, okay, wenn wir ein Haus bauen, dann auch mit Wandergesellen. Und die haben sozusagen mit in der Familie irgendwie auch mitgelebt, ja. Ich sage gerne auch, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so bestätigen könnt, dass gesundes Bauen ja auch damit zu tun hat, wie man baut. Also eben in der Gemeinschaft zusammen, wie ihr sagt, mit Wandergesellen, dass es irgendwie alles entspannt läuft und nicht so viel Stress gibt. Also Stress im Sinne von, dass man Ängste in sich aufbaut. Wie war das für euch, dass ihr jetzt auch sagt, ja, das ist schon cool mit Menschen? Würdet ihr das so bestätigen? Das gehört schon auch dazu? Schon, auf jeden Fall. Und man ist natürlich auf die Hilfe angewiesen. Also keiner kann diesen Bau alleine stemmen und da ist natürlich wieder das Gute, dass man hier auf dem Dorf lebt und ja, man kennt so viele Leute und die kennen dann wiederum welche, die die Maschine haben oder jenes und ja. Da wird sich geholfen und auch vor allem dein Vater, der dir wirklich genau. täglich zur Hand geht. Genau. Ist auch schön in dieser schnelllebigen Zeit, ja, wenn man da wieder so ein bisschen zusammenrückt. Ja, schön. Noch eine Frage jetzt technisch, wie werdet ihr das dann füllen? Wird hier auch, wenn hier auch Hanfziegel reinkommen? Ja, genau. Überall Hanfziegel und das wird dann alles mit Lehm verputzt. Also, dass man dann diese dunklen Fachwerkbalken sieht und einen hellen, aber doch formenden Lehmfläche dann dazwischen. Schön. Genau. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, ihr ladet mich nochmal ein. Schön ist, dass ihr jetzt für unseren Baustellenbesuch den Boden hier noch offen gelassen habt. Da sieht man mal, wie ihr das ausgeführt habt. Kannst du uns das mal kurz erklären, was wir hier sehen? Genau, also da können wir zuerst eigentlich mal nach oben gucken, weil von unten sieht es genauso aus wie oben. Ich wollte, dass die Deckenbalken sichtbar sind, aber nicht die komplette Höhe, sondern, sage ich mal, 2/3 von den Deckenbalken sind sichtbar. Da habe ich im Prinzip seitlich Latten angeschraubt und dann Einschubbretter draufgelegt. Und dann brauchen wir irgendwas, weil die Holzbalkendecke, die schwingt sehr stark. Und dass man die Schwingung und auch das Thema Schallschutz ein bisschen besser in den Griff bekommt, muss man diesen Einschub, früher hat man das mit Lehm, mit allen möglichen Sachen, die vorhanden waren, Dreck, hat man alles reingeschmissen, Schlacke. Und heutzutage haben wir das so gelöst, dass wir dann erstmal einen Rieselschutz, das ist dieses Papier, durchgelegt hat, weil ja doch diese Bretter manchmal irgendwie Astlöcher haben, dass es nicht durchrieselt. Und dann haben wir das mit Quarzsand gefüllt. An dieser Stelle konnten wir es bloß noch nicht zumachen, weil dann noch die Elektroleitungen langgelegt werden am Rand. Und vom Deckenaufbau sieht es dann halt so aus, dass jetzt dieser Rauschbund erstmal drüber kommt, dass man eine ebene Fläche hat. Dort kommt dann eine Trittschalldämmplatte und dann kommt Heizestrich. Mhm. Relativ dünner Heizestrich drauf. Ja, was ich noch zu den Fenstern sagen wollte, man hat natürlich, muss irgendwo diesen Kompromiss eingehen, hat man ein Fachwerkhaus und ein altes Bauernhaus, die hatten halt nun mal kleine Fenster, oder will man irgendwie modern bauen mit Glasfronten und
da konnte ich mich Gott sei Dank größtenteils durchsetzen, dass man doch irgendwie traditionell baut und habe mich da einfach mal so umgehorcht. Da wurde mir gesagt, was man halt ein Fachwerk gerade so zumuten kann von der Größe. Das sieht man hier, das sind 80 cm mal 1,20 m. Viel größer geht's eigentlich nie. Dann hatte ich aber trotzdem den Konfliktpunkt mit meiner Frau, dass sie gesagt hat, sie will eigentlich viel Licht drin haben. Und da haben wir das an den beiden Stellen dann so gelöst, dass man gesagt hat, man bringt dieses Fenstermaß einfach zweimal nebeneinander, dass man da solche Doppelfenster hat, um einfach ein bisschen mehr Licht reinzubekommen. Das machst du jetzt aber quasi auf eigenes Risiko. Würdest du das jetzt einem anderen Bauherrn auch empfehlen, so zu machen? Na ja, gut, das sind eigentlich ästhetische Sachen. Also man sieht das doch auch bei einigen älteren Fachwerkhäusern, dass da doch auch mal Doppelfenster oder Dreifachfenster angeordnet werden. Ja, kann man, denke ich, machen. Schauen wir mal, wie es dann aussieht zum Schluss. Mhm. Ja. Ihr habt das Holz ja eigentlich komplett vor Ort bearbeitet. Mhm. Kannst du uns dazu mal was berichten? Genau. Das sind hier alles Zapfenverbindungen. Also man hat in diesem Bauteil, in dem Pfosten, hat man von hier jeweils ein Zapfenloch in der Mitte. Und diese Riegel, die haben einen Zapfen. Und so hält das miteinander. Und damit es auch zugfest miteinander hält, hat man hier noch zwei Holznägel, Eichenholznägel, reingegeben. Und so wurde im Prinzip das gesamte Fachwerk gebaut. Also es sind so gut wie keine metallenen Verbindungsmittel. Also noch so richtig traditionell. War dir das wichtig, so zu machen, also quasi Zimmermannsehre? Oder ja, ist das einfach, dass du gesagt hast, es ist günstiger? Fall. Ja, cool, ja, schön. Das war mir schon wichtig, auch dann, dass man sagt, die Längsstöße, da zeigen wir gleich nochmal eine Nahaufnahme, wie man die gelöst hat. Die könnte man viel, viel einfacher lösen, aber ich wollte irgendwie, dass es doch sehr traditionell und schön ist. Das wird auf jeden Fall alles im Haus mitschwingen, diese ganze Energie, die hier reingegangen ist. Ich bin fest davon überzeugt. Schön, wollen wir nochmal hochgehen? Da sieht man sich ja auch nochmal einiges. Gehen wir nochmal ans Dachgeschoss. Ja, genau. Und hier im Dach, da konnte ich mich halt als, sage ich mal, Holzbauer und Statiker doch ein bisschen ausleben, dass ich gesagt habe, okay, ich überlege mir hier ein System, dass ich gesagt habe, die Firstfette, die hier oben ist, dass die Lasten hier nicht irgendwie mittig im Gebäude da stützen sind und runterkommen, sondern habe das hier dann über ein Sprengwerk realisiert, dass ich die Lasten da runter in die Deckenbalken gebracht habe. Gleichzeitig hatte ich das Problem, dass ich den Trempel irgendwie horizontal halten muss. Und da ist dann diese Windbox-Konstruktion aus Pfosten, Strebe und Riegel, der das Ganze zurückhängt, ist der Trempel gegen die Horizontalkräfte, die aus dem Wind kommen, gesichert. Da spricht der Statiker, der Fachmann. Das Schöne ist, dass ihr jetzt einen richtig schön großen Raum hier haltet, ne? Ja, genau. Was habt ihr vor mit dem Raum? Tatsächlich wissen wir das noch nie hundertprozentig. Das soll erstmal so ein bisschen Gästewohnung werden und dann später mal vielleicht noch Kinderzimmer. Mhm. Genau. Und hier können wir uns vielleicht nochmal ein Detail angucken. So ein Längsstoß, weil die Hölzer, die sind ja hier knapp 12 Meter lang und da gibt es das so am Stück. Also es funktioniert nicht ganz so gut. Und da haben wir das hier so ein Längsblatt gemacht, also so ein Hakenblatt, wo dann noch so ein Eichenkeil reingeschlagen wird. Und es geht halt einfacher, aber ich denke, das sieht dann auch ganz cool aus. Das wird dann noch sichtbar bleiben? Genau. Das bleibt alles sichtbar. Hier unten, das bleibt sichtbar. Hier die Dämmebene, das wird komplett ausgedämmt. Was ich auch spannend fand, ich war ja schon mal hier bei dieser Verbindung. Kannst du dazu mal was sagen? Ich finde, das zeigt nochmal, wie smart man eigentlich mit dem Baumaterial Holz umgehen kann. Ja gut, an dieser Stelle ist es halt so, dass diese Luft, die da ist, die soll auch so sein. Also da habe ich nicht schlecht ausgearbeitet. Und zwar haben wir an der Stelle, haben wir zwar einen Unterzug, aber an der anderen Stelle ist keine Stütze drunter. Das heißt, ich kann die Lasten aus der Mittelfette, darf ich an der Stelle nicht runterleiten. Ich brauche aber trotzdem diese Streben hier von der Firstfette und dem Zurückhängen. Und an dieser Stelle habe ich aber da so einen Schwebezapfen angeordnet, dass die Mittelfette eigentlich von diesem Punkt
bis nach ganz außen spannt. Deswegen ist auch dieser hohe Querschnitt und deswegen muss ich an dieser Stelle auch Brettschicht holzen. Also es ist quasi die Last, die nach unten übertragen wird, weil unten drunter keine Stütze steht, ne? Genau. Und das Schöne ist, deswegen wollte ich darauf jetzt nochmal hinweisen, zu zeigen, es gibt schon so viel Lösung, so viel Wissen. Ich sag ja, wie gesagt, gerne das Großelternwissen nutzen können wir, Wissen unserer Großeltern können wir doch heute nutzen. Es ist so viel schon da und da können wir mit den Naturmaterialien wundervoll arbeiten und sind nicht zwangsläufig auf neue Bauprodukte angewiesen. Ihr seid ja noch mitten im Bauen. Was waren bis jetzt so die größte Herausforderungen? Wie habt ihr denn die gelöst? Ja, gelöst noch nicht ganz. Also bauliche Herausforderungen kannst du vielleicht noch dazu sagen, aber so von dem ganzen Projekt junge Familie mit Baustart ist gleich Geburt des Kindes war schon oder ist die große Herausforderung, das einfach zu vereinbaren. Ne? Also die Zeit, das ist immer ein Aushandlungsprozess, was hat Priorität, aber wie viel ist Paul eigentlich doch nur hier und wie viel Zeit dann auch in Familie und das Arbeit nebenbei muss auch noch. Genau, muss ja auch noch gehen. Also das ist schon auch gut, dass es begrenzt ist auf noch ein Jahr, also schon 2 Jahre Bauzeit. Aber genau. Wie geht dir das an? Gutes Stress- und Konfliktmanagement oder? Sicherlich, ja. Ich meine, ich bin ja zu Hause jetzt noch mit so einem Kleinkind und das ist dann einfach auch 100%. Ja, wenn es 100% bleibt, geht's. Wenn es 120 wird, dann kriegt man sich auch mal die Haare. Wie das aber sicherlich auch in sonstigen Familien ist mit Kindern, nur man hat halt noch diese Zusatzbelastung, die sehr zeitraubend ist und kräftezehrend mit dem Bau, genau. Also gut, dass ihr das ansprecht, weil das sollte man auf jeden Fall im Hat Blick ich unterschätzt. Haben. Also hätte ich nicht gedacht, das ist doch so. Aber das gehört einfach dazu zum Bau. Genau. Und das ist mal eine Zeit, da beißt man die Zähne ein bisschen zusammen und man weiß, dass es dann anders wird. Und wir stehen ja auch beide dahinter. Ist ja auch unser Projekt. Wir wollen das fertig bekommen und dann, genau. Ja. Sieht man auch glatt, sie sieht den Papa nicht so oft. Sie will jetzt unbedingt zum Papa. Und was war baulich die größte Herausforderung? Ja, ich denke, das alles zu managen, also die ganzen Gewerke und ja, das alles aufeinander abzustimmen, was ja sonst auch Arbeit eines Architekten ist und und gerade in der jetzigen Situation halt die ganzen Baupreise, die ja explodieren, da habe ich wiederum das Glück, dass meine Eltern beide Baustoffhändler sind und dass sie dann auch sagen können, okay, gut, das musst du jetzt kaufen, sofort und ja, aber dann auch die ganzen Gewerke, auf die man doch noch angewiesen ist, dass man das alles miteinander abstimmt und dann doch sagt, hier, euch brauchen wir jetzt und nicht erst in einem Vierteljahr. Und das ist schon. Braucht so einen ganzheitlichen Blick, ne? Ja, ist schon ein ständiger Kampf. Und man muss gedanklich halt immer eigentlich schon so ein Viertel bis ein halbes Jahr Vorlauf haben. Und gab es so einen Aha-Moment oder so einen Wow-Moment, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt crazy, dass das passiert ist? Ich denke, als das Fach war dann Stand. Ja. Als wir Richtfest gefeiert haben, das war dann schon. Das ist der schönste Moment auch. Ja. Schönes Fest hier am Hof. Dass man dann zurückblicken konnte, dass es doch alles so gepasst hat und dass auch keiner irgendwie zu Schaden gekommen ist. Und das ist auch immer ganz wichtig. Genau. Ja. Jetzt stehen wir hier gerade oben nochmal im Dachgeschoss. Ich würde gerne nochmal mit euch über das architektonische Konzept sprechen. Also wir haben ja 3 Etagen, Erdgeschoss, erstes Geschoss und der Dachstuhl oder hier das Dachgeschoss ist quasi das 2. Obergeschoss. Und ihr habt da ja ein bisschen was Untypisches gemacht. Genau. Erzählt mal. Ja, also wir haben uns das so gedacht, dass wir das aufteilen, dass wir Erdgeschoss sind diese privaten Räume. Da haben wir halt die Schlafzimmer und das Hauptbadezimmer. Und im Obergeschoss, wo wir dann die Küche, die Wohnküche haben, diesen einladenden Bereich, da soll sich dann das Leben abspielen, auch wenn Freunde kommen oder Familie. Und da haben wir auch das Büro. Wir wollen erstmal bloß diese beiden Etagen bewohnen und hier oben, das wollen wir dann später mal eventuell noch weiter ausbauen. Also da machen wir jetzt erstmal bloß so fertig, dass man hier zwar auch wohnen kann, aber dass man noch keine Raumstruktur hat, keine Feste. Und da haben wir jetzt ein Lager erstmal hier drüben im Altbau und hier, das nutzen wir dann wahrscheinlich bloß als Ferienwohnung oder wenn Freunde hier schlafen. Ja, und der Vorteil ist dann, ihr müsst nicht gleich alles fertig machen, könnt schon mal einziehen, ne? Das hat Zeitgründe, das hat Geldgründe, das ist erstmal gut. Und deswegen habe ich jetzt auch gefragt, dieses
ist ja untypisch, eigentlich im ersten Obergeschoss Wohnraum zu machen und Küche und im Erdgeschoss die Schlafräume. Und das liegt ja am Licht in erster Linie, richtig? Mhm. Weil wir Bestandsgebäude sind, ne? Das ja. Erdgeschoss ist auch so ein bisschen eigentlich... Souterrain ist es jetzt nicht, aber... Ja, also das heißt, ihr habt das intelligent für euch genutzt, sehr gut. Genau. Klar muss man sich anpassen dann an die Gegebenheiten hier und deswegen haben wir gesagt, wo braucht man am wenigsten Licht in Schlafräumen. Sehr gut. Gut, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen Bauherrenerfahrung. Was wären denn jetzt aus den letzten Monaten so vielleicht 3 Tipps, die ihr anderen Bauherren mit auf den Weg geben würdet, wenn die sagen, wir wollen so ein gesundes, urenkeltaugliches, wertvolles Gebäude schaffen? Ja, so ein Tipp. Das muss man einfach auch dazu sagen. Es wird immer teurer, als man sich es am Anfang vorstellt und das auch ausrechnet. Und ja, es kommen so viele unerwartete Sachen dazu. Und im Neubau. Unerwartet. Selbst im Neubau, wo man doch mehr durchplanen kann als in der Sanierung, selbst da kommen unerwartete Sachen dazu. Und das sollte jeder mit auf dem Schirm haben und da nicht gleich verzweifeln, wenn er sagt, oh, wir haben ja eigentlich den Rahmen und für das haben wir eigentlich kein Geld, dass man da sagen muss, okay, das kann echt passieren und das ist, ja, das ist so. Vielleicht auch das, klar, wenn man sagt, Bauen ist teuer, also jetzt nicht nur im Ökologischen, sondern allgemein, aber man sagt, es muss ja auch nicht immer alles sofort perfekt sein, sondern wir machen so, dass wir hier gut einziehen können und klar, die Küche wollen wir neu, das ist uns jetzt wichtig, dass die auch reinpasst, oder ist mir wichtig. Aber wir nehmen unsere ganzen Möbel erstmal mit und dann gibt es halt einen Schrank, der noch von der Oma da ist oder so und dann erst in den Folgejahren wird noch ein Bett gebaut oder noch ein Tisch. Genau. Oder also, dass auch nicht immer alles am Einzugsdatum hundertprozentig tipp sein muss, was ja auch die ökologische Denkweise nochmal oder Nachhaltigkeit mit sich bringt, dass man sagt, dann nimmt man einfach das Alte, was ja auch wiederum in unser Haus passt. Mit. Ja, ist klar. Genau. Und noch ein dritter Tipp? Gelassen bleiben. Ja, schon. Und auch wenn es mal stressig wird und so, dass man sagt, es ist kein Dauerzustand. Thema Haustechnik. Erzähl uns doch mal, wie ihr das gelöst habt. Ja, also bei der Heizung haben wir uns dafür entschieden, dass wir mit Erdwärme heizen. Das heißt, wir haben 2 Tiefenbohrungen hier auf dem Hof machen lassen und dachten in Kombination mit der Solaranlage, die wir auf dem Dach haben und der Photovoltaik, die wir in der Scheune auf dem Dach haben, das nutzen wir quasi mit meinen Eltern zusammen und das ist eigentlich eine ganz saubere Sache insgesamt. Und als absolutes Luxusartikel haben wir dann auch gesagt, okay, dass wir hier uns noch in der Wohnküche einen Ofen bauen lassen, einen schönen Kachelofen und wo wir dann einfach noch zufeuern können und was fürs Wohlbefinden machen. Ja. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn wir hier stehen, du hast hier die Schalung aus Holz, du hast drunter die Balken aus Holz. Wie funktioniert das? Wie kann ich sicher gehen als Bauherr jetzt, dass mir die Bude nie abfackelt? Es kommt ja hier ein Estrich drüber und in diesem Bereich, da kommt natürlich kein Heizestrich, sondern ein normaler Estrich hin. Und da hat man das brandschutztechnisch eigentlich schon gelöst. Das Problem an der Stelle ist natürlich die Lasten irgendwie. Also da kommen schon einige Tonnen runter und dass man die irgendwie dann mit Deckenbalken, da haben wir in diesem Bereich halt geringere Abstände und dass das so funktioniert, das war, sage ich mal, die größere Herausforderung. Aber ja, sind wir gespannt, wie es aussieht. Ja, Paul hat sich jetzt noch tatkräftige Unterstützung geholt von David Feldbrügge, der auch schon mal bei mir im Interview war. Du bist der Fachmann für Hanfziegel. Ja. Das Schöne ist, ihr kennt euch durch die Wanderschaft. Du bist ja auch mal auf Wanderschaft gewesen als Zimmermann. Und bist jetzt heute mal vor Ort und erklärst Paul, wie er hier seine Hanfziegel selber einsetzen kann. Erzähl uns doch mal was über den Hanfziegel. Ja. Was sollten wir wissen? Warum ist es so ein super Produkt? Also die Hanfziegel sind halt... sehr natürliche Steine, die halt für die Ausfachung von einem Fachwerk hier verwendet werden. Die Hanfpflanze wächst auf dem Feld, braucht keinerlei chemische Zusätze und wird einfach dann klein gebrochen und übrig bleiben die Hanfschäben, die dann mit einem Kalk gemischt werden und in einer Form zu einem Stein gepresst werden. Der Stein hat dann ist sehr leicht, der hat einen sehr hohen Dämmwert, ne? Also wirklich sehr leicht. Ist aber auch so stabil, dass man ihn gut schneiden kann.
so wie das jetzt hier im Fachwerk halt immer nötig ist, ne, für die ganzen Schrägen. Und ich bin halt jetzt einfach hier, weil ich Bock darauf habe, mit Paul mal hier zusammenzuarbeiten. Das Projekt finde ich gut und ich möchte gerne sehen, wie die Steine im Fachwerk eingebaut werden. Mhm. Sehr schön. Wer auch das Interview mit dir und Peter schauen möchte, werden wir oben verlinken. Da kann da mal vorbeigucken. Ja, da hast du auch echt viel Wissenswertes geteilt. Schön. Erklären Sie doch noch mal kurz, wie die Steine jetzt eingebaut werden. Hier sieht man das ja ganz gut. Da habt ihr heute Morgen schon mal das erste Gefach gefüllt. Ja, genau. Wir waren schon ein bisschen fleißig und haben hier schon was gemacht. Die Steine werden halt mit einem Kalkmörtel eingemauert. Also der Kalkmörtel, der hat halt einen Leichtzuschlag. Das ist ein Blähglasgranulat. Und dieses Blähglas, kein Granulat, das ist eine Kugel. Und diese Kugel sorgt halt dafür, dass die Fuge sehr elastisch bleibt. Der Stein an sich ist halt nicht sehr hart, so der braucht auch eine weiche Fuge. Und das ist halt mit diesem Kalkmörtel, der halt leicht ist, durch den Blähglaszuschlag super gegeben. Ne, der Blähglaszuschlag sorgt auch dafür, dass halt der Dämmwert der Fuge und des Steines sehr, sehr ähnlich ist. Nicht ganz gleich, aber sehr ähnlich, so dass man hier kein Problem mit einer Wärmebrücke hat. Genau, und dann werden die Steine einfach eingemauert, wie man das im Fachwerk so macht, dass man halt an den Seiten haben wir hier Dreikantleisten montiert, die dafür sorgen, dass der Mörtel halt am Stein haftet und das ganze Gefach nicht in einem rausfällt. Und dann mauert man das einfach mit dem Mauermörtel ein, wie jeder andere Stein auch. Hm. Das ist eine der wenigen Stellen oder im Haus, wo dann doch mal beim Holz auch Schrauben zum Einsatz kam, oder Paul? Ja. Ja, schön. Und das Ganze, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das hast du noch nicht gesagt, macht auch, dass die Wand dann diffusionsoffen bleibt, ne? Ja, na klar. Also der Kalk hier drin und auch der Hanf nimmt unheimlich viel Feuchtigkeit auf, sodass der ganze Wandaufbau halt komplett die Raumluftfeuchtigkeit aufnehmen kann, nach außen weiter transportieren kann. Der kann aber halt auch theoretisch von außen Feuchtigkeit abbekommen und da geht auch nichts kaputt. Hm. Sehr schön. Genau. Und wenn die Wand dann fertig getrocknet ist, dann kommt ein Lehmputz drauf, richtig? Ja, kommt ein Lehmputz drauf, der wird flächig, wie das Holz ist, erstmal aufgebracht. Und dann zum Schluss lasse ich dann nochmal einen Fachmann kommen, einen Lehmbauer, der dann im Finalen so einen Finishputz macht, einen farbigen. Und ja, schön. Genau. So. Von außen kommt dann die Holzfaserdämmplatte drauf. Und wie wird dann das Gebäude ganz von außen aussehen? Ja, das ist verputzt. Also man sieht da eigentlich gar nichts mehr, dass es ein Fachwerkhaus ist. Es bleibt dann euer Geheimnis. Man muss dann schon von euch eingeladen werden. Genau. Am Ofen sitzen oben und dann sehen, wie das Fachwerk ausschaut. Vielleicht machen wir ja hier irgendwo ein Window of Truth rein, dass man den Hanfkalkstein noch sehen kann. Ja, super. Schön. Dann, die Baustelle läuft weiter, wie wir hören. Ich sage danke, Jungs, dass ihr mir die Baustelle gezeigt habt. Ich wünsche weiterhin alles Gute, vor allen Dingen Paul, dir, deiner Familie. Danke. Und ich komme vorbei, wenn das Gebäude fertig ist, oder? So machen wir es, ja. Ciao. Tschüss. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du dein eigenes, gesundes und ureingetaugliches Bauprojekt angehen kannst, wie du deine eigene Vision von deinem Traumhaus entwickelst, dabei Unterstützung suchst, dann fühl dich frei, mir zu schreiben. Link findest du unten in der Videobeschreibung und ich schaue, ob und wie ich dich bei deinem Traumhausprojekt unterstützen kann. Schön, dass du vorbeigeschaut hast und wir sehen uns im nächsten gemeinsamen Video.